Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es darum, was dürfen Wellensittiche eigentlich an Obst und Gemüse fressen. Ich werde euch natürlich jetzt nicht einfach nur eine Liste runterrattern an Obst und Gemüse, was sie fressen dürfen, sondern ich möchte allgemein nochmal so auf die wichtigsten Sachen eingehen und dann werde ich auf meine eigene Erfahrung eingehen. Was haben sie gut gefressen an Obst und eben halt auch an Gemüse? Und ja, einfach so auf die allgemeinen Dinge nochmal eingehen. Falls ihr wirklich wissen möchtet, was man alles genau fressen darf und ihr wirklich eine Liste haben möchtet, schaut einfach mal in die Infobox. Da werde ich euch verschiedene Internetseiten verlinken, wo einfach draufsteht, was ihr wirklich fressen dürfen und was nicht. Ja, ich wünsche euch sehr viel Spaß bei dem Video. Was vielleicht am Anfang nochmal direkt sehr, sehr wichtig ist, ist das Thema Krankheiten. Bevor ihr überlegt, was an Obst oder Gemüse ihr verfüttern wollt, überlegt erstmal, ob eure Wellensittiche irgendwelche Krankheiten haben. Bei mir zum Beispiel haben ja meine Wellensittiche Megabakterien. Bei Megabakterien dürfen Wellensittiche keinen Zucker fressen oder konsumieren und bei Zucker fällt halt natürlich Obst raus. Das bedeutet, meine Wellensittiche dürfen kein Obst bekommen, sondern nur Gemüse. Also vielleicht für euch nochmal, falls ihr irgendwelche Krankheiten im Schwarm habt, googelt da vielleicht nochmal oder fragt beim Tierarzt nach, ob es sein kann, dass da bestimmte Essensgruppen, Lebensmittel rausfallen, die sie einfach nicht fressen dürfen. Falls später mal der Fall auftreten sollte, dass ihr irgendeine Frucht gekauft habt und ihr überlegt, okay, soll ich denen meinen Wellensittichen geben oder eben nicht? Ihr habt vielleicht im Internet nachgeschaut, aber dazu nichts gefunden, ob das jetzt gefährlich ist oder nicht, ob es giftig ist oder nicht. Dann würde ich an euch appellieren, gebt es den Wellensittichen am besten nicht. Dann würde ich euch als nächstes empfehlen, die Frucht oder den Apfel, sage ich jetzt mal, vorher einfach abzuwaschen und danach abzutrocknen. Man weiß nie, wer den Apfel vorher in den Händen gehalten hat, was da vorher dran war, was da irgendwie für ein Mittel vielleicht dran ist. Deswegen sollte man vielleicht auch auf das Mittel bezogen immer darauf achten, dass man vielleicht Bioprodukte anbietet. Ich glaube, wir haben es jetzt bisher noch nie gemacht. Also ich gehe selten einkaufen, aber ich glaube, meine Mutter kauft wenig Bioprodukte, bis gar keine. Müsste ich nächstes Mal darauf achten, vielleicht, dass ich die Sachen für meine Wellensittiche, die ich nur für die Wellensittiche verfüttern möchte, dann halt Bio-Sachen kaufe, weil ich selber esse zum Beispiel gar keine Bio-Sachen. Darauf könnte man zum Beispiel auch nochmal achten, einmal, dass man es abwäscht und abtrocknet und wenn man was anbietet, wenn man halt möchte, dass man auf Bioprodukte achtet. Und zu guter Letzt ist es ganz wichtig, die Sachen bei Zimmertemperatur anzubieten. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Apfel aus dem Kühlschrank holt, den nicht gleich den Wellensittichen geben, weil der ist immer noch ziemlich kalt und das ist nicht gut für den Magen. Deswegen erstmal abwarten, bis der so in die Richtung Zimmertemperatur geht, dass der einfach nicht mehr so kalt ist und dann könnt ihr den anbieten. Andersrum ist es aber auch so, wenn jetzt zum Beispiel Sommer ist und es ist sehr warm und ihr gebt dann den Wellensittichen zum Beispiel Apfel, dann kann man den vielleicht 1 bis 2 Stunden anbieten. Danach muss der weggeschmissen werden bzw. ausgetauscht werden, weil das Essen bzw. der Apfel dann ziemlich schnell schlecht wird. Darauf vielleicht auch nochmal achten. Das waren so die allgemeinen Sachen, die mir noch eingefallen sind, die ich noch dazu sagen wollte. Alles, was ich in diesem Video hier wieder sage, habe ich aus dem Internet oder halt aus meinen eigenen Erfahrungen. Und jetzt kommen wir mal zu den Dingen, die meine Wellensittiche gefressen haben. Ich fange mal mit dem Obst an. Ich hatte schon vor meinem jetzigen Schwarm andere Wellensittiche, die keine Megabakterien haben. Und auch am Anfang wusste ich ja nicht, dass welche Megabakterien hat. Das war mein erster Wellensittich in diesem Schwarm. Deswegen habe ich ihr natürlich auch Obst angeboten, einfach weil ich es nicht wusste. Ich erzähle euch jetzt einfach, was für Obst bei uns gut ankam. Ich denke, das meiste, was auch die meisten Menschen füttern, ist natürlich der Apfel. Deswegen vorhin auch das Beispiel. Apfel kommt immer gut an. Ich habe bisher noch keinen Wellensittich gehabt, der Apfel nicht mochte. Den Apfel könnt ihr ganz normal in Scheiben schneiden und dann einfach zwischen die Gitterstäbe drücken. Oder es gibt ja auch diese Klammern. Ihr könnt Wäscheklammern nehmen oder diese ganz normalen, die es zu kaufen gibt. Die haben so kleine Zähnchen vorne dran, dann hält das Ganze besser. Da könnt ihr das halt darüber anbieten. Es gibt auch gewisse Spieße. Die habe ich auch schon mal in einem meiner Videos gezeigt. Da kann man das Ganze aufspießen, unten wieder zudrehen und dann hat man so einen Obstspieß oder Gemüsespieß, je nachdem, was man benutzt. Apfel kam bisher immer gut an. Wie gesagt, ich kann das Obst jetzt nicht mehr geben, aber früher kam Apfel halt immer gut an. Dann, was ich auch direkt nach dem Apfel früher ausprobiert habe, war die Banane. Die habe ich einfach in Scheiben geschnitten und halt in den Käfig gemacht. Da muss ich aber sagen, die haben mehr mit der Banane rumgematscht, als dass sie sie irgendwie probiert haben, weil die natürlich so eine andere Konsistenz hat
als der Apfel. Und da habe ich das dann so gemacht, dass ich die Banane vorne rein nicht in den Käfig reingemacht habe, sondern ich habe es dann so gemacht, dass ich irgendwie eine kleine Schüssel genommen habe. Dann habe ich die Banane so klein gemanscht und dann war die so gesehen schon zermanscht und die haben da nicht noch mehr rumgemanscht. Das heißt, sie konnten sich direkt an den Napf setzen und dann halt daraus die Banane nehmen, die halt schon zerquetscht war. Die kam übrigens auch ganz gut an, aber kam lange nicht so gut an wie der Apfel. Dann, was ich noch so angeboten habe, war Birne. Wenn wir sie dann da hatten, das kam eigentlich genauso gut an wie der Apfel. Ich weiß auch gar nicht, ob sie da einen großen Unterschied merken. Auch das habe ich ganz normal einfach so in kleine Scheiben geschnitten. Nicht zu dick, damit sie da nicht vom Schnabel her Probleme haben. Der Schnabel kann ja auch nicht so heftig abbeißen oder zubeißen. Deswegen die Scheiben am besten einfach so dünn wie möglich versuchen, dass sie da nicht so viel drin rumbeißen müssen, sondern es einfach schnell abbekommen. Dann, was auch immer zum Sommer hin gut ankam, waren Erdbeeren. Die habe ich klein geschnitten, natürlich vorher auch abgewaschen. Und die habe ich so in kleine Würfel gemacht. Ich glaube, die hatte ich nicht in Scheiben, weil da sonst irgendwie so voll viel Fruchtdingsens rauskam. Ich habe die irgendwie immer so in Würfel geschnitten. Dann habe ich die aber auch über den Napf angeboten. Also nicht reingehangen, sondern über den Napf. Weil irgendwie hat sich das immer so alles verfärbt. Wenn ihr zum Beispiel die Erdbeere klein schneidet und dann auf so eine Holzplatte, die ich zum Beispiel hier hinten links habe, dann gehen diese Tropfen von der Erdbeere halt auf das Holz und das verfärbt sich dann rot und das sah irgendwie nicht so cool aus. Deswegen habe ich das nur über die Edelstahlnäpfe verfüttert. Dann, was ich auch immer sehr gerne im Sommer angeboten habe, was ich auch super gerne immer noch anbieten würde, ist einfach Melone, ganz normale Wassermelone. Die kam sowas von gut an, egal wie ihr die schneidet, wie ihr die anbietet, die kommt immer gut an. Der Hauptteil ist ja einfach nur Wasser, aber die sind da immer so drauf abgegangen. Die haben auch teilweise, wenn ich da so einen Brocken reingemacht habe, haben die den auch komplett, nicht komplett aufgegessen, aber komplett zerschreddert. Deswegen Melone kann ich euch auch empfehlen. Ich finde es sehr schade, dass ich meinen das nicht mehr anbieten kann, aber es gibt ja auch viele Sachen in der Richtung Gemüse. Und das Letzte, was ich meinen immer ab und zu angeboten habe, sind Weintrauben, die ganz normalen grünen Weintrauben. Die habe ich, ich glaube, zur Hälfte durchgeschnitten und dann immer beide Hälften mit so einer Klammer ebenfalls in den Käfig gehangen. Ich habe darauf geachtet, dass das Innere der Weintraube zu den Wellensittichen gerichtet war und die Schale außenrum nach außen, weil die Schale haben sie bei mir niemals aufbekommen, also auch nicht abgeknabbert bekommen. Sie haben bei mir diese Weintraube so in einer Art ausgehöhlt, anders haben sie es nicht hinbekommen. Ich weiß nicht, ob die irgendwie zu hart waren, keine Ahnung, wie das bei euch ist, aber bei mir haben sie diese Schale außenrum nicht kaputt bekommen. Deswegen habe ich es durchgeschnitten und die innere Seite halt zu den Wellensittichen direkt hingehangen. Das war so das Obst, was bei mir gut ankam. Ich kann leider kein weiteres Feedback dazu geben, was darüber hinaus weiter gut angekommen wäre, weil ich nur die Sachen so ausprobiert habe. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt direkt zu dem Gemüse. Das Erste, was ich im Bereich Gemüse ausprobiert habe, sind natürlich die Karotten. Die habe ich auch ganz normal so in ganz dünne Scheiben geschnitten. Ich muss aber ehrlich sagen, dass die bei mir nicht so gut ankommen. Ich weiß nicht wieso. Ich habe das ausprobiert mit dickeren Scheiben. Ich habe es ausprobiert mit dünneren Scheiben. Ich habe es in Würfel geschnitten. Ich habe das mit so einem Kartoffelschabding abgeschabt, dass das so in ganz hauchdünne Linien geschnitten waren. Sagt man Linien? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam Karotte nie gut an. Keine Ahnung, was ich da falsch mache, ob es an der Karotte direkt liegt, dass sie einfach sagen, nö. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, wie ihr das mit Karotten macht. Die kommen bei mir einfach nicht gut an. Dann, was ich als Nächstes angeboten habe, war Paprika. Paprika kam immer gut an, egal ob es die rote, die gelbe oder die grüne war. Ist den Wellensittichen jedenfalls bei mir völlig egal. Die habe ich einfach ganz normal geschnitten, also auch in Scheiben und dann reingehangen. Und ja, die ist auch gut angekommen. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ich denke, das bieten ganz viele an, ist die ganz normale Gurke. Im Internet stand jetzt Salatgurke. Ich weiß nicht genau, wie jetzt unsere Gurke heißt. Ich habe noch nie mir darüber Gedanken macht, dass es verschiedene Gurkensorten gibt oder sowas. Also ich sage immer nur Gurke zu der Gurke. Die habe ich auch ganz normal in Scheiben geschnitten und die reingehangen. Das ist ja auch wieder Hauptteil, einfach nur Wasser. Aber die kommt immer an, also die kann man auch super geben. Und Peaches und Stewie zerstören gerade diese riesen Korkröhre auf meiner Fensterbank. Mein Zimmer sieht aus, weil es bröckelt ja alles runter. Und das Letzte, was ich im Bereich Gemüse angeboten habe, sind Kartoffeln. Keine rohen Kartoffeln, sondern gekochte. Beim Kochen darauf achten, dass ihr die Kartoffeln nicht salzt. Also wenn ihr irgendwie für euch selber kocht, könnt ihr die salzen. Aber wenn ihr die euren Wellensittichen anbieten möchtet, dann ohne Salz bitte kochen. Die haben sich dann ganz normal abgeschält und zermanscht oder klein geschnitten und dann hingestellt auf so einem schmalen Teller.
Bei der Kartoffel weiß ich nicht, ob sie gut oder schlecht angekommen ist, weil ich nach der Kartoffel woanders hingegangen bin. Als ich wieder im Zimmer war, lag die Hälfte auf dem Boden, die Hälfte lag auf dem Teller. Ich weiß also nicht, ob sie es wirklich gefressen haben oder ob sie es einfach nur runtergeschmissen haben. Das muss ich nochmal ausprobieren. Ihr könnt mir ja eure Erfahrungsberichte zu der Kartoffel auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Und das war, glaube ich, so das, was ich im Bereich Gemüse angeboten habe bisher. Ich weiß nicht, ob da noch andere Sachen waren, aber bisher fällt mir nichts ein. Wir kommen zur letzten Kategorie, und zwar habe ich nochmal einzeln aufgelistet Salate, was man da am besten anbietet. Das, was ich eigentlich immer gerne mache, ist Eisbergsalat. Ich schätze mal, das ist auch mit der bekannteste Salat. Den habe ich auch einfach ganz normal abgerissen. Ich glaube, 2-3 Blätter. Dann habe ich die nass gemacht, abgetrocknet und angeboten. Was aber, wenn sie dich auch extrem lieben, auch meine, ist einfach in Salat zu baden. Klingt ein bisschen komisch, aber müsst ihr mal ausprobieren. Ihr nehmt einfach das ganz normale Badewasser in dem Gefäß, was ihr sonst auch habt. Dann macht ihr die Blätter vom Salat ab, ihr wascht die ab ganz normal, ihr müsst sie da nicht abtrocknen und dann packt ihr sie einfach in das Badehäuschen rein oder worin eure Wellensittiche sonst so baden und glaubt mir, die drehen ab. Also meine drehen wirklich ab, die drehen alle ab. Ich weiß nicht, was da los ist, aber sie lieben es einfach in Salat zu baden. Wenn ich das Badehäuschen nur so anbiete oder das Badewasser ohne Salat, dann ist ungefähr nur die Hälfte der Wellensittiche daran interessiert. Aber mit Salat sind sie wirklich alle interessiert. Aber egal, ich schweife wieder ab. Sonst stand noch im Internet, kann man natürlich anbieten, den Kopfsalat oder den Feldsalat. Aber ich glaube, was wirklich die meisten benutzen, ist halt dieser Eisbergsalat. Es gibt natürlich noch andere Salatsorten, die habe ich jetzt aber nicht alle rausgesucht. Wie gesagt, falls ihr alles direkt genau wissen wollt, was man geben kann und was nicht, schaut einfach mal in der Infobox vorbei. Da habe ich verschiedene Internetseiten verlinkt. Und genau, das war es dann auch schon mit meinem Video. Falls ihr noch irgendwelche anderen Fragen habt, die ich jetzt so nicht beantwortet habe, oder euch irgendwas aufgefallen ist, was ich hier jetzt irgendwie nicht erwähnt habe, was vielleicht wichtig ist, schreibt es gerne in die Kommentare, dann können immer mehr Leute darauf zugreifen und das auch sehen. Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!